Kapitel 15 Der Triumphzug. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Kolosser 2, 13-15. Völlig entwaffnen bedeutet, einem besiegten Feind alles, was er hat, zu nehmen. Satan selbst, die Gewalten und Mächte der Finsternis und alle anderen dämonischen Kräfte sind entwaffnet worden. Durch das Kreuz und die Auferstehung hat Jesus Christus den Teufel all seiner Macht und Autorität entkleidet. Der erste Adam hatte dem Feind beim Sündenfall seine ganze Macht und Autorität ausgehändigt, aber der letzte Adam nahm bei der Auferstehung alles wieder an sich. Satan besitzt jetzt weder Macht noch Autorität. Seine einzige Waffe ist Täuschung. Wenn du dich den Lügen des Teufels ergibst, dann handelt es sich um deine eigene Macht und Autorität, die er gegen dich benutzen wird. Zur Schau stellen ist die Übersetzung desselben griechischen Wortes, von dem auch die Wörter Ausstellung und Ausstellen stammen. Mit anderen Worten, Gott stellte Satan zur Schau, das heißt, er machte ihn zu einem Ausstellungsstück. Wahrscheinlich hast auch du früher in der Schule für den Biologieunterricht Insekten oder andere kleine Tiere gefangen. Man musste sie dann töten, auf ein Stück Karton aufstecken und dann darunter ein kleines Schild mit dem Namen des Tieres befestigen. Da waren sie nun, auf einer Pinnwand mit einer Nadel aufgespießt. Das nannte man dann ein Schaustück. Genauso sehe ich den Teufel, aufgespießt, mit denselben Nägeln, die zuvor Jesus durchbohrt hatten, ans Kreuz genagelt. Er ist ein Schaustück, völlig entblößt von allem, was Wert hat. Jesus Christus hat Satan zur Schau gestellt, aus ihm ein Ausstellungsstück gemacht. Die Siegesparade. Die Wendung »den Triumph über sie gehalten« nimmt wörtlich Bezug auf eine Siegesparade, Kolosser 2,15. Es war eine römische Sitte, nach einem erfolgreichen Kriegszug die besiegten Feinde mitsamt der eroberten Kriegsbeute dem Volk in einer festlichen Parade vorzuführen. Wenn die Römer in den Kampf auszogen und den Feind besiegt hatten, kehrten sie zurück und hielten diese festlichen Siegesparaden ab. Falls sie aber nicht gewannen, fiel der Triumphzug aus. Die römischen Bürger wussten, dass ein gefährlicher und gefürchteter Feind so lange noch nicht endgültig besiegt war, bis eine Siegesparade stattgefunden hatte. Bis dahin lebten sie in Furcht und Sorge über den Ausgang eines Feldzugs. Die Römer mochten zwar schon eine große Schlacht gewonnen haben, aber wenn sie den gegnerischen Heerführer oder König noch nicht völlig besiegt und besagte Parade abgehalten hatten, dann lebte die römische Bevölkerung noch in der ständigen Furcht, der Gegner könnte sich mit seinen Kriegstruppen Rom erneut entgegenstellen. War der Feind jedoch einmal besiegt worden, dann führten die Römer den gegnerischen Heerführer oder König tot oder lebendig dem Volk vor. Wenn er tot war, wurden sein abgetrennter Kopf und sein lebloser Körper zur Schau gestellt. Man bevorzugte es jedoch, den Feind, zum Beispiel einen König, lebend gefangen zu nehmen. Dann entkleidete man ihn restlos seiner Rüstung, seiner königlichen Gewänder und seines Schmucks, die ihn zuvor stark und wichtig hatten erscheinen lassen. Vollkommen nackt und gedemütigt band man ihn hinter ein Pferd oder einen Streitwagen. Entweder ging er durch die Straßen oder wurde gezogen. Vorher hatte man ihm beide Daumen und beide großen Zehen abgehackt, so daß er nie wieder in der Lage sein würde, ein Schwert zu halten oder in einer Schlacht zu stehen. Auf diese Weise führten die Römer ihre besiegten Feinde vor. Dieser Triumphzug bewies allen römischen Bürgern,
dass ihr Feind bezwungen worden war. Das machte jegliche Furcht zunichte, dass jener König oder Feldherr jemals wieder imstande sein würde, einen Krieg gegen sie anzuzetteln. Die Parade stellte den Gegner auch deshalb in einer solchen Weise bloß, damit das gewöhnliche Volk ihn verspotten, schlagen und bespucken konnte. Zweck dieser Parade war es, dem Volk vollkommen die Angst zu nehmen. Die Schrift führt uns ganz deutlich vor Augen, dass Jesus genau solch eine Parade mit dem Teufel abgehalten hat. Er hat ihn in jeglicher Hinsicht vollständig besiegt. Christus zerstörte durch den Tod den, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Hebräer 2, 14 und 15. Beachte, dass es die Furcht vor dem Tod ist, die die Tür zur Knechtschaft öffnet. Satan besitzt jetzt keine eigene Macht mehr. Das Einzige, womit er noch gegen dich kommen kann, ist Täuschung. Denn Jesus hat uns von aller Herrschaft Satans befreit. Die Parade verpasst? Es hat eine Siegesparade stattgefunden, ein Triumphzug. Hier in dieser Schriftstelle, Kolosser 2, 13 bis 15, wird ein vollständig besiegter Teufel vorgeführt und als völlige Null zur Schau gestellt. Er ist ein Nichts. Das Problem ist, dass ein Großteil des Leibes Christi diese Parade verpasst hat, besonders die Anhänger der geistlichen Kriegsführung. Satan lebt zwar noch und es tobt auch immer noch eine Schlacht, aber sie findet nicht in der Himmelswelt mit dämonischen Wesen, die ungeheure Macht und große Autorität hätten, statt. Alles, was der Teufel noch hat, ist seine enorme Fähigkeit zu lügen und zu täuschen. Gib Satan keine Ehre, schreib ihm keine Macht zu, die er in Wirklichkeit gar nicht besitzt. Stelle dich seinen Lügen entgegen und glaube der Wahrheit. Richte deine Aufmerksamkeit auf Gott und nicht auf Dämonen. Die wirkliche Schlacht findet in deinem Kopf statt. Denk deshalb immer an die Siegesparade. Viele Anhänger der geistlichen Kriegsführung denken, man müsse alle erdenklichen Dinge unternehmen, bevor man sich in eine geografische Region vorwagen und dort das Evangelium effektiv predigen kann. Man müsse geistliche Landkarten erstellen und herausfinden, was in der Vergangenheit dort an unmenschlichen Dingen geschehen sei und geistliche Festungen geschaffen habe. Anschließend müsse man Fürbitter dorthin entsenden, die dann Monate, Jahre, ja Jahrzehnte damit zubringen, zu beten und die dämonischen Mächte in ihre Schranken zu weisen und zu binden. So könne das Wort Gottes dann schließlich einen Einfluss ausüben. Falsch, falsch, falsch. Im Wort Gottes findet sich dafür kein einziger Präzedenzfall. So etwas lässt sich im gesamten Neuen Testament nirgendwo finden. Es ist absolut falsch. Ja, es gibt dämonische Mächte. Ja, es gibt eine Hierarchie unter den Dämonen. Ja, sie sind bestimmten geografischen Regionen zugeordnet, aber nein, dennoch befasst man sich nicht auf diese Weise mit ihnen. Es ist ein falscher Ansatz zu predigen, dass nicht mehr Menschen von neuem geboren und freigesetzt würden, weil wir nicht genug gebetet und geistliche Kriegsführung betrieben hätten. Jesus selber sandte nie jemanden voraus, um zu beten, den Teufel zu binden und einen Ort oder eine Region vorzubereiten, damit das Wort Gottes dort verbreitet werden konnte. Er sandte seine Jünger wohl vor sich her, um die Menschen wissen zu lassen, dass er kam. Die Jünger wirkten auch Wunder und zogen so die Menschen an, damit sie Jesus hörten. Aber weder Jesus noch Petrus oder Paulus sandten jemals Gläubige voraus, um nur zu beten und all diese anderen Dinge zu tun. Das ist absolut falsch. Ausführlicher befasse ich mich mit diesem Thema in meiner Lehre A Better Way to Pray, als Buch in Deutsch unter dem Titel
ein besserer Weg zu beten erschienen. Altes Testament kontra Neues Testament. Im Alten Testament finden sich verschiedene Beispiele von Menschen, die für bestimmte Städte und spezifische Personen beteten. Abraham tat für Sodom und Gomorra Fürbitte, 1. Mose 18. Mose trat vor Gott für seine Geschwister und die Kinder Israel ein, 4. Mose 12 und 14. Beide flehten einen zornigen Gott an, der sein Strafgericht wegen Sünde verhängen wollte. Die damalige Situation unterscheidet sich jedoch grundlegend von der heutigen. Diese Themen werden in meinen Lehralben Spiritual Authority und The Believer's Authority genauer behandelt. Es existiert ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was im Alten Testament geschah, und dem, was jetzt im Neuen Testament geschieht. Zur Zeit des Alten Bundes hatte Jesus noch keine Wiedergutmachung für unsere Sünden geleistet. Er war noch nicht für uns in die Hölle gegangen und noch nicht zu unserem ewigen Fürbitter geworden. Hebräer 7,25. Aus diesem Grund war es für die Heiligen des Alten Testaments angemessen, um Gnade zu flehen, da Gnade noch nicht in vollem Umfang gewährt worden war. Sie wurde in einem gewissen Maß gezeigt, doch handelte es sich dabei mehr um einen Kredit als um ein Gnadenguthaben. Die Wiedergutmachung vom Kreuz hatte noch nicht stattgefunden. Doch jetzt, in der Zeit nach dem Kreuz, gibt es einen sehr deutlichen Unterschied hinsichtlich der Beschaffenheit unserer Beziehung zu Gott. Heutzutage gießt Gott unablässig Barmherzigkeit und Gnade aus und keinen Zorn. 2. Korinther 5,19. Er rechnet den Menschen Sünde nicht mehr an. Es ist absolut falsch zu denken, dass Gott wegen unserer Sünden auf uns zornig und bereit ist, dieses Land zu richten. Es ist auch nicht korrekt zu glauben, Gott stehe im Begriff, sein Strafgericht zu entfesseln, es sei denn, wir täten Buße und die Fürbitter vereinigten sich, um ihn anzubetteln und anzuflehen, von seinem Zorn Abstand zu nehmen. Jesus Christus hat schon für alle Sünde am Kreuz Wiedergutmachung geleistet. Er ist der große Fürbitter, der jegliche Fürbitte dieser Art beendet hat. Es gibt heutzutage eine göttliche Form von Fürbitte. Sie besteht darin, einfach zu sagen, Vater, ich weiß, dass du ein guter Gott bist. Du liebst uns. Du hättest Sodom und Gomorra verschont, wenn dort nur 10 Gerechte gelebt hätten. In diesem Land gibt es mehr als 10 Gerechte. Ich weiß, dass all die sogenannten Prophetien, die besagen, du würdest Untergang, Verhängnis und Zerstörung senden, wenn wir nicht Buße tun, nicht von dir sind. Danke, Vater, dass du uns nicht richten willst. Ich möchte nicht missverstanden werden. Natürlich hat Sünde Konsequenzen. Wenn Menschen Gott hassen und ihn nicht mehr länger suchen, werden sie gemein und selbstsüchtig. Verbrechen und Probleme eskalieren. Tragödien und Terroranschläge ereignen sich, aber das ist das Ergebnis des Prinzips von Saat und Ernte. Wenn man eine schlechte Saat sät und dann eine negative Ernte einfährt, ist das etwas anderes, als würde Gott seinen Zorn senden. Gott verhängt in der heutigen Zeit kein Zorngericht gegen Menschen. Es wird ein Tag kommen, wo er das tut, und das wird dann auch gerechtfertigt sein. Aber jetzt, im Zeitalter der Gemeinde, setzt er fortwährend Barmherzigkeit und Gnade frei. Fürbitte im Neuen Testament. Ein Fürbitter im Neuen Testament erkennt, dass Gott sich aufgrund der Wiedergutmachung, die Jesus Christus leistete, von seinem Zorn abgewandt hat. Jetzt besteht keinerlei Anlass mehr, ihn auf eine Art und Weise, wie Mose das tat, um Erbarmen anzuflehen. 2. Mose 32,12. Jesus hat nicht nur für unsere, sondern für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz Wiedergutmachung geleistet. Gott hat sich von seinem Zorn abgewandt und bietet seine Barmherzigkeit und Gnade nun allen Menschen überall an. Für einen wiedergeborenen Gläubigen ist es falsch, vor Gott zu stehen und ihn, wie Mose es tat, zur Reue aufzufordern. Für Mose war das nicht falsch, weil sich zu jener Zeit Gottes Zorn noch auf die Menschheit ergoss. Wir jedoch leben in einem neuen Bund.
nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. 2. Korinther 5, 19. Wenn wir beten, O Gott, lass ab von der Glut deines Zornes, O Gott, gieße deine Kraft aus, bitte wirke doch, bedeutet das, dass wir die Wiedergutmachung und die Fürbitte des Herrn Jesus Christus verleugnen. Zwischen der Art und Weise, wie man im Alten Testament Fürbitte tat, und unserer Art von Fürbitte im Neuen Testament liegt ein gewaltiger Unterschied. Vieles von dem, was heutzutage als Fürbitte und geistliche Kriegsführung gelehrt wird, entspricht einer absolut alttestamentarischen Mentalität. Es ist Antichristus. Es leugnet die Wahrheit, dass Jesus den Teufel völlig entwaffnet und ihm alle Macht und Autorität genommen hat. Es verherrlicht Satan. Grundsätzlich tun so etwas nur Menschen, die die Siegesparade verpasst haben. Gegenmittel für Täuschung. Wahre geistliche Kriegsführung spielt sich auf der persönlichen Ebene ab. Man widersteht den Lügen und der Täuschung des Teufels. Das macht man hauptsächlich dadurch, dass man die Wahrheit erkennt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Die Wahrheit zu verstehen, ist das Gegenmittel für Täuschung. Die Macht und Stärke von Täuschung resultieren aus der Tatsache, dass man um die eigene Täuschung nicht weiß. Sobald man jedoch den wirklichen Standard, die Wahrheit, erkennt, verliert Täuschung sofort ihre Macht. Wenn dich jemand terrorisieren und damit bedrohen würde, dich zu töten, hättest du Angst. Wenn ich dir jedoch die Leiche deines Widersachers zeigte, würde dich die Angst augenblicklich verlassen. Sobald du über die Wahrheit seines Ablebens Bescheid wüsstest, würden seine Drohungen dich nicht mehr länger einschüchtern. Gottes Wort ist Wahrheit, Johannes 17, 17. Ich nehme Gottes Wort und meditiere darüber. Durch das Wort liebe ich Gott und habe vertrauten Umgang mit ihm. Ich habe auch Gemeinschaft mit dem Volk Gottes und bleibe dadurch positiv, dass ich Gott ständig suche. Dies sind nur einige praktische Möglichkeiten, wie ich persönlich geistliche Kriegsführung betreibe. Doch Angriff ist die beste Verteidigung. Lobpreis ist eine äußerst schlagkräftige Waffe gegen den Teufel und treibt ihn buchstäblich aus. Satan kann es nicht ertragen, sich auch nur in der Nähe von Lobpreis und Anbetung für Gott aufzuhalten. Zwar muss ich den Teufel alle paar Monate in seine Schranken verweisen und ihn in irgendeiner Sache binden, aber nicht deshalb, weil er diese furchterregende Macht besäße, die gegen mich kommt. Ich tue das, weil die Schlacht in meinem Verstand, meinen Gedanken so intensiv geworden ist, dass ich meinen Widerstand dann verbalisiere. In dem Namen Jesu weise ich diese Gedanken in ihre Schranken. Satan, du hast nicht das geringste Recht und auch keinerlei Macht über mich. Die meiste Zeit muss ich aber noch nicht einmal laut sprechen. Ich entkräfte die Lügen, mit denen ich konfrontiert werde, durch die Wahrheit und lebe weiterhin in einer Haltung von anhaltendem Lobpreis. Falls dich der Teufel aber schon lange Zeit dominiert hat, mag diese Strategie zu Anfang nicht aggressiv genug sein. Wenn du dämonisiert bist und versuchst, dort herauszukommen, wirst du vielleicht wesentlich nachdrücklicher sein müssen, Dämonen in die Schranken verweisen und die Wahrheit laut proklamieren müssen. Sobald du aber einmal frei bist, ist es ganz leicht, diese Freiheit dadurch zu behalten, dass du einfach in der Wahrheit bleibst. Sende Wahrheit hinein. Wenn früher Menschen zu mir kamen, wies ich für gewöhnlich erst einmal die Dämonen in ihre Schranken. Mir ist jedoch klar geworden, dass ich Christen in Wirklichkeit einen schlechten Dienst erweise, wenn ich Dämonen lediglich auf der Grundlage meines eigenen Glaubens austreibe. Matthäus 12, 43 bis 45. Wenn Menschen die Wahrheit nicht erkennen, verstehen und gegen die Lügen einsetzen, die sie früher geglaubt haben, kehren die bösen Geister nämlich einfach wieder zu ihnen zurück. Der beste Weg für Befreiung ist, jemandem die Wahrheit zu sagen. Unterweise den Betreffenden im Wort Gottes
unterrichte ihn über den Triumphzug und den Sieg, der ihm in Jesus gehört. Hilf ihm, Gottes Verheißungen im Hinblick auf sein Problem zu verstehen und ermutige ihn dazu, diese spezifische Wahrheit dann unablässig auf seine Gedanken anzuwenden. Ich könnte hunderte von Zeugnissen über Menschen geben, die meine Botschaft über die Wahrheit von Gottes Wort hörten und von Dämonen einfach freigesetzt wurden, ohne dass ich überhaupt irgendeinen Teufel zurechtweisen musste. Ich spreche hier über schwere Dämonisierung, über Menschen, die zu nichts mehr zu gebrauchen waren oder unter dem Einfluss von Psychopharmaka standen und sich in psychiatrischen Kliniken aufhielten. Sie wurden vollständig befreit, und das einfach aufgrund der Tatsache, dass sie der Wahrheit zuhörten und sie in ihren Herzen empfingen. Diese Menschen wurden freigesetzt, ohne dass ich überhaupt für sie betete. Bei anderen Gelegenheiten wiederum treibe ich tatsächlich Dämonen aus. Manchmal hat Satan bestimmte Lügen so tief in den Gedanken eines Menschen verankert, dass derjenige, obwohl er die Wahrheit eingesehen und angenommen hat, dennoch eine andere Person braucht, die mit ihm betet und die Lügengedanken in ihre Schranken verweist. Deshalb treibe ich oft Dämonen aus, wenn ich für Menschen gegen Krankheit, Depression und Ähnliches bete. Die Dämonen räumen das Feld und die Menschen werden frei. Doch gebe ich den Betreffenden auch immer einige Wahrheiten aus dem Wort Gottes mit auf den Weg, damit sie sie zu ihrem Schutz benutzen und den Teufel an der Rückkehr hindern. Ich betreibe geistliche Kriegsführung über einer Stadt oder einem Land, indem ich die Wahrheit dort hineinsende. Ich mache das dadurch, dass ich den Menschen Gottes Wort durch Fernsehen, Radio, Audiokassetten und CDs, Bücher, Videos und das Internet mitteile. Wenn die Menschen die Wahrheit hören, öffnen sich ihre Herzen und werden für das Evangelium empfänglicher. Anschließend komme ich oder schicke andere, die ausgebildet sind, um das Wort persönlich zu verkündigen und zu lehren. Wahre geistliche Kriegsführung bringt immer die Wahrheit von Gottes Wort zu den Menschen.